Ja, hoi, meine Freunde von heute. Willkommen zurück zu Banjo. Kazooie, ich bin ein Monster. Na, ich bin der Mase natürlich. Lol. Da ist wieder diese komische Fee. Na, Fee? Willst du mir was sagen? Wusstest du, dass Grunthilde einen Flohzirkus unter ihrer Hexenkluft trägt? Ja, es ist Mobbing. Sie hatte auch einen schrecklichen Hund, der Ripper hieß. Oh, wie tragisch, einen Hund Ripper nennen. Meine Schwester singt in ihrer eigenen Band. Grund hieß Kesselreiher. Schreckliche Musik. Ja, aber warum mit der Name? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Was ist mit dieser... Was ist mit der Lady falsch? Das ist ja... Das ist ja wirklich... Das ist kein, Dings, das ist kein... Wie heißt es jetzt? Das ist ja kein, Geheimnistratsch. Das ist ja richtiges Mobbing, was die da betreibt. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir laufen gerade gut voran. Also wir laufen gerade weiter. Ich höre die Frösche schon. Oh! Bubble Gloop Swamp heißt also irgendwas mit Hexengelache. Gut, füllen wir das Puzzle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teile. Wie kannst du mit allen füllen? So. Da ist ein Krokodil. Bubble Gloop Swamp. Keine Ahnung, was das heißt. Scheint ein Sumpf zu sein. Ich hasse Sumpflevel. Die zweitschlimmsten Level, die es in Videospielen geben kann. Sumpflevel. Ist hier sonst noch was? Oder müssen wir jetzt hier einfach durch? Also müssen wir jetzt hier einfach wieder zurück. Und müssen woanders lang, weil hier sehe ich nichts mehr. Ich schwimm durch den Sumpf, das ist mein Trumpf. Bin ich ein Idiot, wär ich doch schon Länge tot. Länge. Denn wir reden hier über Maßeinheiten, ja. Maßeinheiten sind das Wahre. So. Übrigens, dieses Gesicht, was hier drin gemalt ist, ziemlich cool. Hat was. Es sind überall Gesichter, ne? Aber es sind immer unterschiedliche. Ist mir jetzt gerade mal so im Augenwinkel aufgefallen. Kamikaze! Ich weiß gar nicht, wie wir stehen geblieben sind. Oh, Affe! Ah, da guckst du blöd, wa? Können wir eigentlich hier lang? Ja, können wir. Wo sind wir jetzt hier? Der magische Kessel ist aktiviert. Finde zwei gleicher Farbe, um eine Abkürzung zu schaffen. Oh, wie praktisch. Abkürzungskessel. Da geht's nicht weiter, ne? Nö. Das ist gut zu wissen. Ein Abkürzungskessel. Wahrscheinlich gibt's auf der Overworld einfach einen, dass man von der Overworld einfach hier hin kann. Ach, hier sind wir. Moment, da hinten waren wir noch gar nicht drin, oder? Waren wir hier schon? Ich weiß es nicht. Ich bin voll irritiert. Wir waren hier zwar schon, aber wir wollten trotzdem das Puzzleteil einsammeln. Ihr seid wahre Retter. Ein dürrer Vogel und ein Bär, ein Fetter. Hier können wir noch hoch. Achso, was war das Level? Schon gut. Ich hab's halt, wie gesagt, ich hab's halt komplett vergessen. Das war die Bay. Ja, du mich auch. Nein! Hör auf! Blöder Sack. Okay, hier kriegen wir nur eine. Scheint wohl nur bei den Krabben zu gehen, dass man zwei rauskriegt. Gehen irgendwie mal tiefer.
Hat aber auch seine Gründe. Der magische Kessel ist aktiviert. Moment. Sag mir jetzt bitte nicht, dass er... Nein, er ist nicht das Gegenstück, Gott sei Dank. Weil das wäre dann eine... Oh! Den habe ich gar nicht gesehen. Gut, ich wollte eigentlich die Eier einsammeln, aber... Ich habe dann gemerkt, dass ich genug Eier habe. Dass ich das Schild eingesammelt habe, dann ja. Gut, der liebe Akanovaya hat mir in den Kommentaren geschrieben, dass, dass man anscheinend schon an das Puzzleteil da oben rankommt und der TK hätte das schneller rausgefunden als ich. Und deswegen fühle ich mich in meiner Ehre gekränkt und muss das jetzt rausfinden. Ich weiß nur nicht wie, weil ich hier immer runterfalle. Wie komme ich denn da hoch? Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Tutti weint, das arme Kind. Ihr Bruder läuft herum wie blind. Ja, das ist nicht der Fall, aber... Hä? Das ist falsch bei dir, Akano. Ich komme doch nicht hoch. Oh, ich schäme mich, dass... Muss man einfach hier hochlaufen? Ich glaube nicht, dass man hier hochlaufen muss, einfach. Weil ich auch die ganze Zeit immer runterrutsche, ne? Aber da fällt man auch nirgendwo runter. Irgendwas übersehen? Gibt aber keinen Ausgang, der da oben irgendwie ist in dem Level hier, ne? Dann lache ich aber. Dass man sagt von wegen... Warte mal, ich guck mal nach. Das wollte ich gar nicht, ich wollte das hier. Ich muss ja einfach nur oben drauf gucken können. Was sich alles schwer macht. Ne, da oben ist kein... Ist da oben ein Eingang? Wenn man sagt von wegen, man muss auf Bumbus Berg drauf und da ist irgendwo ein Weg nach unten. Ich weiß es nicht, ich kann es gerade nicht erkennen, das ärgert mich eigentlich. Oder gibt es hier irgendwo eine Fliegeplattform? Oder kommt man von oben irgendwo rein? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Nö. Sieht nicht so aus. Ja gut, die Scham, sie wächst. Es ist wie verhext. Ich reime jetzt auch, weil ich bin die bessere Grundhilda. So, einmal dem Maulwurfshügel entweichen. Na gut, hier brauchen wir, glaube ich, nichts mehr tun erstmal. Hier haben wir, glaube ich, genug getan. Hier laufen wir hoch, machen eine Vorwärtsrolle und einen Sprung. Weil wir machen... Das ist wie Mario, ja? Mario macht ja in diesem Odyssey-Spiel, macht er ja so einen halben Hechtsprung, wenn man so macht. So, da unten... diese Augen. Ich feiere sie. Oh, 180. Moment. Waren wir da unten schon drin? Ich kann es gerade nicht sagen, weil ich es gerade nicht im Kopf habe. Der Musik zu urteilen schon. Die Musik leider zu spät bemerkt. Gut, gehen wir wieder. Oh, hoch konnte man hier nicht, ne? Doch, hier ist diese Ranke. Ist da hinten irgendwas? Da unten ist so ein Weg. War ich da unten schon? Ich habe das alles vergessen. Ich bin echt so stumpf, ne? Na, doch, ich war hier oben schon. Klick Clockwood. Aber das Ding ist noch nicht da. Aber hier ist ein Schädel. Ich habe ihn gerade erkannt. Inka Bunker. Okay, vielleicht müssen wir hier später nochmal hin. Für Klick Clockwood. Bald der letzte Vorhang fällt. Für Statisten gibt es kein Geld. Was? Also nicht sehr nett. Immer brav die Statisten bezahlen, liebe Leute. Guter Ratschlag von mir. Dann wollen wir mal.
Da, ha? Ja, wir haben genug gemacht, ne? Also genug gesammelt, um da reinzukommen. Alter. Ist ja fast wie, als wenn ich meine Mutter besuchen gehe. Aber wobei, Mutter wäre doch angenehm. Ist da irgendwas im Wasser? Nein, lass mich in Ruhe. Der Fisch. Ich habe Hunger. Ich habe dezent Hunger auf Fisch bekommen. Greift der Fisch mich an? Ist das ein großer, böser Piranha? Ja, ist es. Ich bin ja schon wieder raus. Ich war halt nur neugierig. Dass man dafür direkt gebissen wird. Ja, danke schön. Dafür brauchen wir 260 Noten. Die haben wir auch schon. Moment. Aber hier heißt es doch, es müsste doch hier irgendwo ein Level geben, oder? Ich feiere die Grundhilde einfach. Zeig dir mit dem Finger da hoch. Will uns sagen, da ist ein Level. Oder da geht's weiter. Ach, hallo? Was machst du denn da? Aha, ich bin hier wieder zum Lästern. Meine volle Schwester schläft oft in einer Mülltonne. Mein Gott. Grundhilde gewann den ersten Preis beim Wettbewerb der, in Wackelschrift, Miesmacher. Sie erschien einmal auf dem Titelblatt von Hexen Spezial. Das Bild zeigt, wie sie in Unterhosen posiert. Oh, ihr armen Schatzis, eure Energie ist etwas... Danke. Dein Geläster ist schrecklicher als die Heilung. Zeigt eigentlich Grundhilde auch hier hin? Ja, zeigt sie tatsächlich. Gut, dann gehen wir doch mal hier hin. Immerhin, wir hätten auch zum anderen Gebiet gekonnt, aber... Ja. Noch so einer. So, sind wir jetzt in Lost Woods oder was ist hier los? Hä? Da ist das Level, ne? Moment, tut der Sumpf mir Aua? Ja, schon gut. Dieser Sumpf gehört für uns Piranhas. Ja, ich hab's schon rausgefunden. Ja, wollte ich doch gar nicht wissen. Hey, Füße raus, bevor ihr nicht mit Bottles gesprochen habt. Läuft hier gar nicht. Okay. Amüsant. Die ist auch überall, ne? Immer dreimal fragen, weil dreimal fragen kann nicht schaden. So. Irgendwas Besenstielrennen. Okay. Ich habe leider ganz Text nicht gelesen. Obwohl sie so dumpf ist, hat sie den Abschluss an der Hexenuni gemacht. Ja, sie hat einen Abschluss. Scheißegal, welche Uni. Hauptsache, sie hat einen Abschluss, Mann. Grundhildas Marotte auf einer Party ist, Geiseln zu nehmen. Okay, das ist dann wirklich eine Marotte. Das ist echt eine harte Marotte. Also dazu kann man... Das will ich nicht mal gut heißen. Das ist dann doch schon ein bisschen hart. Es war so klar, dass da unter irgendwas ist, ne? Wahrscheinlich ist auch hier irgendwas im Wasser versteckt, aber... Ich habe keine goldenen Federn dafür. Aber wenn ich jetzt hier hinter das Haus gehe, dann werden wir auf jeden Fall wieder die Elfe finden. Nein, Energie. Oh! Da hinten ist ein Weg, müssen wir es merken. Meine Macht ist so geballt. Tutti wird bei mir noch kalt. Nee, alt. Okay. Bubble Gloop Swamp. Ist das nächste Level. Das Krokodil sieht nicht gesund aus. Ja gut, Leute. Ich würde sagen, das sieht schon mal interessant aus, das Level. Ich bedanke mich fürs Reinschalten, Leute. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Bewertet den Part. Und... Masala Vista, Baby!